Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pillars of Eternity. Wir sind wieder in dem komischen Turm. Ja, schauen wir mal, dass der Priester ein bisschen mehr bufft, ne? Das ist ein Tipp von Kasmodan, gucken wir mal rein. Ja, harte Worte, aber ich mag die Leute einfach nicht. Ich weiß nicht, ich mag diese Aumauers nicht. Ich finde die total schlimm. Ich weiß nicht warum, ich finde sie einfach grausig. So, wir wissen, dass hier die Affen kommen. Was können wir denn buffen? Affen buffen. Markiert dein Ziel zur Vergeltung, vor zur Verbrennungsschaden, verringert die Abwehr. Nö, Zweifel sehen bringt auch nichts, ist kein Buff, abstoßendes Siegel, das Feinde bei Kontakt vertreibt und niederschlägt. Das wäre was, was wir machen könnten. Das klingt gut. Was haben wir noch? Mutlose Schläge, quälendes Feldfeinde im Wirkungsbereich und verringert ihre Nahkampfgenauigkeit, das ist auch gut. Und die Reichweite ihrer kritischen Treffer, ja. Säule des Glaubens, beschwört eine Säule göttlichen Urteils, mit Schmetterschaden, niederstreckt. Abwehrsiegel, generiert magisches Siegel, das ist eine schwallerische Energie explodiert, wenn ein Feind ist berührt. Ja, ich habe keine Buffs. Mein Priester hat keine Buffs, außer Heilung. Eigentlich müsste das hier ist ein Buff, Rüstung des Glaubens, aber geht nur im Kampf. So viel zu vorab buffen. Nicht vorab der Rüstungsbuff. Kannst du haken. Was haben wir noch? Stopp, befiehlt im Einzelfall stehen zu bleiben, wodurch all seine Bewegungen vorübergehend eingestellt werden. Das ist auch nett. Dauert nur zu lange, wenn die nicht so lang zaubern würden, ne? Oh, das ist so nervig. Hast du irgendwelche Buffs? Ich glaube, du hast gar keine Buffs, aber du hast ziemlich geile Magien. Sonnenstrahl ist geil, ja. Widerwärtigen Dornen, Winterwind. Ja, buffen ist nicht. Du hast einfach nur die absolut abartig geilen Magien. Ich glaube, die nekrotische Lanze war super, aber die wirkt bei denen wahrscheinlich nicht, ne? Feuerstrahl aber auch nicht. Vielleicht die Säuren-Korrosionsschaden, das können wir mal versuchen. Du bist eh ziemlich nabbig. Du. Die Seelenentzündung könnte halt nice sein. Mentale Bindung. Mentale Bindung ist nice. Psychokling. Ich glaube, die Psychokling muss ich machen. Weil die springen schön über. Nein, ich hätte gern alle, danke. So, ihr bleibt jetzt mal hier stehen. Das Dumme ist, wenn die ankommen, rennen meine Leute einfach los. Und das finde ich ziemlich bescheuert. Ich könnte die AI bei denen ausmachen, dann muss ich noch mehr micromanagen. Da habe ich auch nicht so wirklich Lust drauf. Gibt es hier eine bessere Position, die ich einnehmen kann? Vielleicht direkt hier. Vielleicht sollte ich einfach hier hinlatschen. Dann können sie mich hoffentlich nicht umrunden. Maybe, das versuchen wir mal. Renn einfach dorthin. Durance, du kannst vorher aber bitte Feindwirkungsbereich, das geht noch nicht auf den Wirkungsbereich, aber was war das denn jetzt gerade? Der hier, das abstoßende Siegel hätte ich hier gerne. Das könnte ich auch dahin machen, wo ja, guck mal, hier ist so viel Platz, ist, meine Party kann das hier nie halten. Es ist kein guter engen Bereich, vielleicht gehe ich einfach mal hier hin. Ah, siehst du, ich hätte Mechanik nehmen sollen, dann brauche ich auch keinen Dietrich. Hier weiß ich nicht, was da drin ist. Hier könnte ich vielleicht abhauen hin. Dietriche benötigt einer. Ja. Wenn ich hier hingehe, könnte ich sie vielleicht besser aufhalten. Hier ist eine schöne Enge. Vielleicht sogar zu viel, aber ich meine, lassen wir es mal so. Das Ding ist, das muss ich eh da mal nehmen und die holen, ha? Hallo Edamer, komm her. Ja, ist cool. Es wäre schön, wenn du da stehen bleibst, Eder. Meister Eder, bleibst du bitte stehen? Ja, so ist okay. Du kannst eigentlich... Ja, mach mal die Klingen, die überspringen, die sind super. So, du verwandelst dich. Du... Wirf mal dein Buch auf die. Oh, er hat auch einen neben sich. What the fuck, wo kommt der Penner denn her? Ich glaube, es hackt. I'm here. Okay, der ist down. Du greifst den an. Fuchs greift auch den an, damit da keiner durchkommt. Ihr beide kümmert euch um den. Melwin tankt alle. Das ist aber an sich ganz okay. Nee, hau die beiden kaputt. Ahaha! Wer hat die jetzt getroffen?
Mit Gefrierenschaden, Melwin. Ah, trifft mit zusätzlicher Macht. Ja, mit gefrierenden Schaden der Schatten. Ja, geil. Es ist super. Positionierung ist einfach Wurst. Gönnen wir mal hier ein bisschen Erholung. Ich wollte hier eigentlich nicht auf ihn sprechen, sondern auf Melwin, aber das passt schon. So kriegt er mindestens die beiden. Meister Eder. Hau den mal um. Du bist wieder vorgerannt, der Penner, ne? Aber solange du die in der Bindung halten kannst, ist okay. Stehen mir jetzt im Rücken, das ist nicht so cool. Melwin, deshalb wollte ich dich heilen. Heil dich mal. Die heilt sich nicht. Ich hoffe, Durans ist schnell genug, darin dich zu heilen. Meister Eder, dreh dich mal um. Um den hier kümmert er sich. Obwohl, der ist down. Dann kommst du hier hin und Fuxi hilft dir. Du hilfst dir bitte auch. Du wirfst nochmal dein Buch. Das ist so ein geiler Zauber. Der macht auch gut Schaden. Oh, deine Blitze. Oh. Kennt was Arloth die ganze Zeit abbekommen? What the fuck are you doing, man? Ja, Melvin ist down. No chance in fucking hell. Immerhin ist Fuxi noch nicht so sehr down. Du kannst mit dem Buch zuschlagen oder du gibst einfach mal. Feindlichen Zauberwirker stören, maybe. Du zauberst doch irgendwas. Ne, du bist betäubt. Das ist nicht so cool. Versuch halt das hier. Yeah. Spring über. Oh, er hat wieder einen bei sich. Wieso sehe ich das nie? Können wir jemanden aus der Bindung entfernen? Maybe. Du, go. Hier. Weiß, Melvin ist down, aber okay. Können Sie jemanden beschwören? Ja, Arloth down, sehr schön. Hat sich voll gelohnt. Du bist sogar aus deiner doofen Form raus. Aber jetzt haben wir es ein bisschen mehr unter Kontrolle. Wer ist noch down? Das menschliche Skelett. Who cares? Wen interessiert dieses scheiß Skelett bitte? Stufe 1 Segen von Durant ist super. Welchen Segen meinst du? Teleport? Ich hab keinen Teleport. Soll ich einen Teleport hernehmen? Ich wusste nicht mal, dass es einen Teleport gibt, to be honest. Ich meine, hey, vielleicht habe ich einfach nur total beschissene Skills genommen. Can be. Wer hat das Skelett geheilt? Alright then. Okay, Skelett ist wieder abgehauen. Das Skelett hilft. Das Skelett ist gut. Ist nur meistens zu. Der Kampf ist nicht lang genug dafür. Ja, ist halt Arloth wieder ein bisschen zerbixt worden. Who cares? Warum kamen die Viecher. Ach, die teleportieren sich, meinst du? Ach so. Warum können die Viecher teleportieren? Das finde ich jetzt überhaupt nicht in. Ach, schon wieder. Geh mir weg, ey. Hey. Ich hoffe, es ist nur das eine. Sieht sehr danach aus, als wäre es nur das eine. Damit ist es ziemlich Pillepalle. Pillepalle easy. Du machst das. Durant, du hast deine Aura. Die Aura heilt passiv, das ist voll gut. Ich liebe diese Aura, der heilige Glanz. Zeugt einem Priester rum ein Feld heiliger Energie, das jedes Gefäß in der Nähe verbrennt und eine bescheidene Menge der Ausdauer von Verbündeten regeneriert. Super. Hey. Er steht eigentlich ziemlich gut mit seinem Glauben. Okay, wir kommen immerhin mal ein bisschen voran. Trank der kleinen Erholung, der ist totaler Scheit. Großartig. Ich würde dir gerne Lebensenergie heilen, aber man kann es leider nicht. Nicht ohne Rasten. Die Gemisch- und Flüssigkeiten in diesen Flaschen haben sich in verschiedenen Schichten abgesetzt. Awesome. Das ist eine schöne Sache. Und wir kriegen Bier.
Ach, Bier. Und ja, vielleicht habt ihr es schon gemerkt, ich mag Buffen nicht. Buffen nervt. Statt zu buffen kann ich auch Schaden machen. Vergilbte, verblassene Karten der Bucht um Ondras Geschenk herum zeigen Routen durch die Schleusen der Deiche, die das Meer zurückhalten. Wobei ich sagen muss, buffen, ja. Ich würde Durance gerne buffen lassen, aber bis dahin sind alle so down, bis er irgendwas gemacht hat, dass ich dann meistens schon wieder heilen muss. In den Pfosten wurde der Name Merwith und eine Reihe nummerierter Kerben eingeritzt. Neben der niedrigsten Kerbe steht 4, neben der höchsten 17. Was kann das wohl sein? Wir kriegen Zeug. Leuchtturmschlüssel, Evakuierungsanordnung. Die Anordnung ist durch Zeit und Salz steif geworden. Ganz steif geworden. Eduranische Verstärkung ist auf dem Vormarsch und das Geschenk ist auf Befehl von Duke Hadrid sofort zu evakuieren. Ausgewählte Korrespondenz von Gabenbringer Eden. What? Nee. Warum kommt da mit Singen gerade jemand? Wo ist die Korrespondenz jetzt hin? Ich wollte nochmal reingucken, ob ich das richtig verstanden habe mit dem Singen, weil das muss ich jetzt ehrlich gesagt nicht lesen. Dass der da einen rumsingt. Ich weiß auch nicht, warum ich die Amauer so absolut nicht ab kann. Ich finde es selber doof, aber es ist einfach so. Ich habe noch einen Begleiter. Bleiben wir auch hier. Es ist leider einfach so, dass ich den absolut nicht leiden kann. Ach so, ich habe ja den Drachen, ne? Deswegen habe ich die weggetan. Jo, komm, tu mal die alle weg. Ich habe den Drachen, der ist cool. Ach so, das hatte ich schon mal. Okay, dann habe ich es wahrscheinlich auch schon gelesen. Die ausgewählte Korrespondenz. Die können auch nichts dafür, dass es nicht ab kann, aber ich finde sie einfach ultra hässlich und doof. Alles, was man bisher über die erfahren hat, fand ich einfach nur doof. Den einen, den man in der Party haben kann, den fand ich auch extrem nutzlos. Ich weiß nicht, ich kam mit dem nicht klar. Ich fand es schöner, als wir hier unsere Bogenschützin hatten, Sagani. Sie ist cooler, vor allem hat sie das Vieh noch dabei, was sie um einiges mächtiger macht als den, meiner Meinung nach. Das mag mich täuschen. Lilith! Warum sollte sie auch anders heißen? Klagende Todesfee. Kümmern wir dich um den Cianguilla. I don't know. Ein kreischendes Schluchzen durchdringt dein Gehör und lässt die staubigen Sparren des Leuchtturms erzittern. Es stammt von der geisterhaften Gestalt einer Frau, die in der Mitte des Raumes schwebt. Mit jedem Beben ihrer Schultern stößt sie einen weiteren magerschütternden Schrei aus. Die Gruppe hat Erfahrung erhalten. Okay. Wahrnehmung haben wir leider nicht. Wir gehen mal näher ran. Als du dich näherst, nehmen die Schreie des Geistes einen bedrohlichen Klang an. Der Nebel, der um seine Beine wabert, bewegt sich wellenförmig. Die schwarzen Höhlen seiner Augen blicken blicken dich einen Augenblick lang an. Die Wahrnehmung ist runtergegangen. Vielleicht überleben wir es ja, wenn wir näher gehen. Die Schreie des Geistes werden lauter und lauter. Sein eingefallenes Gesicht verzerrt sich zu einem lang klaffenden Mund voller spitzer Zähne. Wenn es etwas gibt, was den Zorn des Geistes besänftigen kann, dann sicherlich nicht dich. Beobachten wir sie mal. Du bist nah genug, um zu bemerken, dass der Geist den Kopf nach hinten geworfen hat, während er seine haarsträubenden Schreie ausstößt. Bewegt er den Kopf leicht, sodass es scheint, als würde er zu den Fenstern blicken und den Horizont absuchen. Die geisterhaften Hände des Cianguilla sind voller dunkler Flecken. Zunächst denkst du, es sei Blut, doch die Flecken sind schwarz wie Tinte. Okay, Nachtrag. Kümmere dich um den... Ja? Wie die Einheimischen sagen, schreit und kreischt im dritten Stock des Leuchtturms. Sie hat mich noch nicht angegriffen, aber ich muss sie beseitigen. Nachdem ich nah genug habe, bemerkte ich, dass der Geist im Horizont noch etwas abzusuchen schien. Seine Hände waren voller dunkler Flecken, Blut vielleicht oder Tinte. Vielleicht finde ich irgendwas in der Nähe, das Licht ins Dunkel bringt. Gehen wir mal nicht näher an die Troller ran. Ja, mein Logbuch. Das Logbuch wirbelt eine große Staubwolke auf. 6. irgendwas 2672. Was? Phonauton? Okay. Nebel. Hafen voll. 158 Tage seit Sichtung der Roter Traum. 12. Phonauton 2672. Schwerer Regen. 2 Fischerboote auf See verloren. 164 Tage seit Sichtung der Roter Traum. 1. Tarauton 2672. Dunkle Wolken. Ich finde es ja schön, wenn sie sowas eigene Monatsbezeichnungen und sowas reinbringen, aber irgendwie es ist halt scheiße zu lesen, weil man es nicht kennt. Dunkle Wolken, eduranische Schiffe am Horizont, 173 Tage seit Sichtung der Roter Traum. Ich habe das Gefühl, sie will die Rote Traum sichten. Oh, damn.
Wir brauchen nur einen? Jo, dann mach das. It's done. Matrose vom weiten Wasser. Einzigartige leichte Rüstung. Die ist nice. Die ist richtig nice. Außergewöhnlich ein Überlebender. Plus 2 Überleben. Mhm. Wenn die zuvor einen Boni mächtiger in derselben Reihenfolge, der sie empfangen wurden. Oh, cool. Überleben ist nice. Schadensreduktion plus 4 ist cool. Das heißt, die hat 12 Schadensreduktion? What? Okay. Kakuma war eine berühmte Aumauer-Seefahrerin und die ursprüngliche Besitzerin dieses Kleidungsstücks. Sie segelte von ihrer Heimat Rauertai zum gefürchteten Todesfeuerarchipel. Dort geleitete sie Handels- und Passagierschiffe durch die von Piraten heimgesuchten Gewässer. Zu ihren Stammkunden zählten die Zwerge von Nasitaki, welche die Kontinente im Norden bereisten aus persönlichen Gründen oder im Auftrag des Stammes. Ihre ehrliche Art, Geschäfte zu machen und ihr Mut im Kampf und ihr Können auf See machten Kakuma zu einer angesehenen und beliebten Frau im Archipel und unter den Nasitaki. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Kann das irgendeiner gut nutzen? Schaut euch's an. Er hat einen Plattenpanzer an und hat nur SR-12. Das heißt, ihm könnten wir die eigentlich geben und er wird unglaublich mächtig. Weil von 50% Erholungsgeschwindigkeit auf 20% ist es wert. Ich glaube, das machen wir auch. Denn er hat jetzt 12 Schadensreduktionen. Ach nee, okay, es ist die 8 ist schon das, aber sie hat schon plus 4 dadurch. Okay, Matrose vom Weidenwasser hat 4 und nochmal plus 4 durch außergewöhnlich. Okay, verstehe. Ich bin trotzdem geneigt, ihm das zu geben, weil das eine super, super starke Rüstung ist. Für die Erholungsgeschwindigkeit? Ja, er hält nicht mehr ganz so viel aus, aber... Gute Brigandine könnte ich ihm auch geben, aber das ist genau dasselbe Quatsch. Wie der Plattenpanzer, der einfach shitty ist. Denn je öfter er zuhauen kann, desto besser. Er macht jetzt nicht den Schaden, leider. Er hat nicht die beste Waffe dafür, er hat den Entschluss. 17 bis 24. Was meint ihr? Sollen wir ihm die Achter geben oder soll ich die zum Beispiel Sagiri oder wie sie heißt, Sangini geben? Oder sowas? Weil die ist schon gut, ne? SR8 mit 20%, das schafft nicht mal die mittlere Rüstung hier, die schon stärker ist. Die ich auch gerne jemandem geben würde. Was hast du denn an? Du hast einen guten Brustharnisch an. Ja, ich meine 3 Punkte, ne? Der hat nur gut. Wenn ich dir die gebe, ich glaube, das wäre für dich wahrscheinlich sogar noch besser. Weil 35% Erholung nur. Was hast du an? Du hast die geilste Rüstung des Lebens an. 40, 40, SR10. Aber die ist noch treu dazu. Und treu gibt mir... Verteidigung gegen verwirrt und bezaubert. Gegen beherrscht Angriffe. Beherrscht Angriffe. Die ist gut, also noch 2 Schadensreduktionen mehr. Wo ist denn hier treu? Keine Ahnung, was treu in dem Moment heißt, aber das hier können wir wegtun. Ich glaube, wir geben ihm das mal, oder? Kasmodan, sagst du noch irgendwas dazu, oder? Weißt du nicht, oder weißt du doch, oder willst du nur nichts sagen? Trank des Spiegelbilds. Ja, den Trank ist gut. Ich bin fast geneigt, ihm den zu geben. Schwache Regeneration, Schriftlaut des Schutzes, der Lähmung. Setze ich nicht oft genug ein, ne? Duplikat des Zauberers, Trank des Geisterschilds. Könnte ich auch dir... Oder dir. Ich glaube, dir wäre besser, weil du bist eigentlich ein ziemlich schwacher Nahkämpfer. Du bist nicht so der Tank, den ich gerne hätte. Genauso du. Mit beide gleich viel Lebensenergie. Nur die Ausdauer von ihm ist ein bisschen höher, okay. Hey. Wird wohl klassengebunden sein, die Ausdauer. Der letzte Leuchtturmwärter hat ein Logbuch geführt, offenbar bis in den letzten... bis in die letzten Tage des Widerstandskrieges hinein. Außerdem hielt sie Ausschau nach einem Schiff namens Roter Traum. Nia weiß vielleicht etwas mehr darüber, okay. Wäre schön, wenn wir das schaffen können, ohne sie zu töten. Haus de Memel. Was soll ich über das Haus de Memel sagen, was nicht in einem Hinterzimmer im fahlen Schein eines langsam erlöschenden Feuers geflüstert wird? Angst erfüllt, die falschen Ohren könnten es hören. Die Geschichte der Memels ist farbenfroh und gewalttätig, aufregend und mehr als nur ein klein wenig blutig.
Kleine edoranische Familie, die fast ausschließlich mit Textilien handelte. Sie erhielten dadurch ein bescheidenes Einkommen. Erinnere mich so ein bisschen an The Guild. Und erarbeiteten sich langsam den Ruf, hochwertige Waren anzubieten. Dieser Ruf brachte ihnen Verbindungen ein. Geschäftliche, gesellschaftliche, manchmal eheliche. Durch diese Verbindungen wurden sie zur wichtigsten Familie der Region. Wollte man jemandem vorstellen, vorgestellt werden, so fragte man die Dömenels. Bald gab es in jeder Stadt ein Geschäft, das zumindest teilweise den Dömenels gehörte. Ihre Macht und ihr Einfluss wuchsen, bis viele sagen, die Familie habe mehr Macht als der Verkönig von Edir selbst. Wahrscheinlich König? I don't know. Doch die Macht, mit der Macht kam das Verbrechen. Man kann einen solchen Einfluss haben und ihn allein auf rechtmäßigen Wege aufrechterhalten. Man kann keinen solchen Einfluss haben oder dann auf rechtmäßigen Wege aufrechterhalten. Bald kamen Gerüchte von Drohungen auf, von Erpressung. Natürlich lässt sich nicht beweisen, doch hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass die Dömenels für den Tod von Trindig Bürnwiger verantwortlich waren. Mein Gott, nicht Bürnwiger. Dessen lukratives Transportunternehmen von seiner Frau übernommen wurde. Udele Dömenel Bürnwiger. Aha. Nachdem die Dömenels das Land sicher im Griff hatten, hielten sie sich nicht weiter in den Schatten, sondern gingen fortan offen und dreist vor. Sie eliminierten Widersacher, manipulierten Geschäfte und drohten jedem, der zu einem Problem werden könnte. Da sie nun die Handelsroute dominierten, wagte es niemand, sich ihnen zu widersetzen, aus Angst, sein Geschäft würde darunter leiden. Oder halt die Frisur. Wie die meisten Reichen aber konnte selbst das der Dömenels nicht ewig wehren. Es endete während des Widerstandskriegs. Anders als fast der gesamte Rest des Landes schlugen die Dömenels sich auf die Seite Edirs. Nicht auf die von Admeth Hadret. Nach der Niederlage des Reichs und der Zerstörung, die das Land während des Krieges erlitt, konnten nicht einmal die Dömenels wieder aufbauen, was sie verloren hatten. Und da die Geschichtsschreibung zeigen würde, dass sie sich... dass sie sich im Krieg auf die falsche Seite geschlagen hatten, wollte niemand etwas mit ihrem Namen zu tun haben. Das Reich, das sie über viele Jahre hinweg mühsam aufgebaut hatten, zerbrach in wenigen Monaten. Heute haben die Dömenels sich wieder einen Namen gemacht und damit bewiesen, dass sie noch immer fähige und gerissene Geschäftsleute sind. Allerdings machen weiterhin Gerüchte die Runde. Angeblich wollen einige Dömenels die Familie wieder in die einzigartige Machtposition hieven, die sie einst innehatte, mit allen Mitteln. Mehr Verbrechen. Die Frage ist, darf ich jetzt hier hin? Bei dem hältst du dich mal raus? Hast nicht aufgepasst, okay. Liliths Schultertuch. Aura der Heimlichkeit, Wahrnehmung plus 3. Dieser Umhang fühlt sich so leicht an, dass man fast vergessen kann, dass man ihn trägt. Der Stoff riecht unverkennbar nach einer Seebrise, kühl und salzig. Auch wenn er von Motten zerfressen und zerfranst ist, hält er die Kälte ab. Die ausgeblichenen Farben fügen sich fast wie ein Tarnmuster in die Umgebung ein. Du hast diesen Gegenstand im Leuchtturm von Ondras Geschenk gefunden. Der Turm war anderthalb Jahrhunderte lang unbewohnt. Die letzte Bewohnerin, die Leuchtturmwärterin, starb angeblich während der Invasion durch die Edoraner. Das heißt, dass ihr Geist noch immer in dem Turm haust und Ausschau nach Schiffen am Horizont hält. Ja, anscheinend ist dem auch so. Interesting. Haben wir noch irgendjemanden, der das brauchen kann? Du kriegst mehr Ausdauer. Das ist gut für dich. Du bekommst alles auf deine Reflexwürfe. Du ebenfalls. Vielleicht wäre ein bisschen mehr Wahrnehmung besser. Ja, guck mal, die haben alle noch gar nichts hier. Wir haben so wenig Crap bisher gefunden. Intellekt und Entschlossenheit ist gut. Mehr Wille für einen Priester sollte auch gut sein. Frost ist eher Sachen. Ah, deswegen hältst du so lange durch. Du hast Frostschutz. Du hast auch Panzerhandschuhe, die dir mehr Genauigkeit geben. Den tun wir auch mal weg. Wo ist der Umhang? Hier. Aura der Wahrnehmung vor allem. Plus Einheimlichkeit und plus 3 Wahrnehmung. Ich glaube, das kriegt sie jetzt. Das bekommst du. Und dein Frostschutz... Ist halt die Frage, könnte ich ihm geben, ne? Er wird immer getargetet von denen. Deswegen nehmen wir das mal. Wird schon passen. Okay. Schauen wir uns noch ein bisschen weiter um. Geht's hier noch hoch? Hier geht's nicht hoch. Oh, okay. Ich dachte, hier ging es vielleicht noch hoch. Halten wir uns bloß von ihr fern. Ich möchte sie ungern töten. Also vernichten. Ich würde sie lieber in Frieden ruhen lassen. Und reden wir mal mit der Trolle unten. Mal schauen. Mich interessiert eigentlich wirklich die Geschichte von allen Charakteren. Aber der Aumauer, den nehme ich am allerwenigsten gerne mit. Ich hatte ihn eine Weile in der Party, aber ich fand ihn irgendwie doof. Oh no, sorry. Und die trauernde Mutter ist halt blöd, weil ich selber, also mein eigener Charakter ist ein Medium. Warum sollte ich sie dann mitnehmen? Ist halt immer unschön, ne?
Und das finde ich immer schon blöd. Ich will am liebsten gar keinen Charakter machen. Ich will lieber wissen, was die Charaktere hier so drauf haben. Da fand ich es gut, dass man in Divinity den, also einen der Hauptcharaktere mit dabei haben konnte. Hallo Nia. Good day to you. It's cleaving a man's spine without lopping the head clean off. That takes aim. Okay. Warum bist du auf einmal so ruckelnd vom Sound her? Habt ihr auch so eine Störung vom Sound? Generell oder nur da? Hast du schon mal von der Roter Traum gehört? Wer hat das nicht? Das Schiff treibt seit Jahrzehnten sein Unwesen. Hat früher mal auf der mit der Beute, die es Rauertai-Händlern abgenommen hat, in Neu-Heoma angelegt. Heutzutage macht sie wohl hauptsächlich im Todesfeuer-Archipel Jagd. Hier deutet auf ein Schiff, das in der Ferne vor Anker liegt. Das ist sie. Wenn sie im Hafen liegt, macht der Kapitän eine Elfin namens Merwith. Oh, Landurlaub im verkohlten Fass. Die kennen wir doch schon in Farnheim. Kaum zu glauben, aber sie sorgt gerne ordentlich für ihr leibliches Wohl. Sie schüttelt den Kopf, genau das meine ich. Wenn nicht einmal eine Piratin einen Fuß in die Taverne in diesem Bezirk setzt, ist es höchste Zeit für ein neues Gasthaus. In verkohlten Fass in Farnheim. Ja, da waren wir gerade. Das heißt, wir müssen zu ihr jetzt. Hatte nur jetzt gerade eine Störung. Ja, ich auch. Ich weiß nicht warum. Did that once. My case was an accident and I still wake up some nights feeling bad for him. War wahrscheinlich nur, weil ich sie gerade angelabert hatte. Ja, die müssen doch gerade anfangen, wenn ich eine Trulle anrede, ne? Ist schlimm. Ja, dann gehen wir mal ganz schnell nach Farnheim zurück. Wir sind hier eh noch nicht fertig. Schauen wir uns das mal an. Bisschen Zeit ist ja noch im Part. Und dann müssen wir uns den Bezirk noch fertig angucken. Es wäre schön, wenn wir bald mal fertig wären in Trutzbucht und mal weitergehen könnten wieder. Dann könnte ich mich auch ein bisschen mehr an die Positionierung wieder gewöhnen, weil das war eben kein schönes Schauspiel. Gesundheit, Schatz. Und das gebe ich auch offen zu, ich bin ziemlich scheiße in diesem Game. Vielleicht auch, weil ich den Aumauer nicht mitnehme. Das kann gut sein. Weil ich den doof finde. Das kann absolut sein. Wo warst du? Da hinten warst du. Hier war das verkohlte Fass. Die Stadt ist riesig. Ja, aber ich meine, ich habe ja schon den meisten Teil, ne? Wir waren Kupferweg, Farnheim, Ondras Geschenk. Wir müssen nur noch in Erbhügel rein. Erbhügel ist der letzte Punkt. Wenn wir das erkundet haben, haben wir alles durch. Dann müsste ich nur noch mal Kupferweg gucken, was da noch offen ist. Oder halt überall gucken, was offen ist. Dann können wir über die Edelwarnbrücke. Ich meine, hier kamen wir eh nicht drüber. Wir mussten ja eh hier durch die Waldlandebenen. Können hier Feuerfälle untersuchen, was auch immer hier noch kommt. Können uns dann hier weiter umschauen. Das wird toll. Dann können wir endlich mal weitermachen. Die Stadt, ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen den Enthusiasmus verloren bei der Stadt. Der einzige unspielbare Char ist das Medium, wie du findest. Wirklich. Ich mag das Medium. Also die Klasse Medium. Ich weiß nicht, wie die trauende Mutter ist. Aber ich finde, die haben voll geile Kräfte. Mega geile Kräfte. Und die machen auch sehr viel Spaß. Die brauchen nur teilweise zu lang. Aber es liegt vielleicht daran, weil ich hier so fette Rüstung gegeben habe. Und man muss ein Medium mit einer Zweihandwaffe spielen. Ich habe es versucht mit zwei Einhandwaffen. Keine Chance. Oh, oder ein Einhandschwert, ja. Zweihand oder Einhand. Ich glaube, Zweihand ist besser sogar. Sie hat sogar Zweihand, ja. Vielleicht sollte ich das Ding Eder geben. Weil das hier ist ein echt gutes Schwert. Eins war es das Schwert des ersten Straßenwächters von Kadnur. Wo ist denn hier das mit dem erschlagen Geist? Ah ja, Genauigkeit gegen Geist, 25% Schaden gegen Geist. Ich glaube, das gebe ich Eder. Weil er nutzt den Quark wenigstens. Ich lasse ihm aber mal sein Schwert hier. Das Ding ist, wenn man sie mit zwei Einhandwaffen oder sowas spielt, dann kriegt sie kein Fokus. Sie kriegt nur Fokus mit dem Zweihandschwert, habe ich gemerkt. Aber ich finde die Lieder-Trellerer irgendwie doof, ich weiß nicht. Ich mag die hier nicht so. Merwith. Wenn ich Gesellschaft will, gehe ich in salzigen Mast. Merwith, Goldzahn, Blitz im Kerzenschein auf, was willst du diesmal? Jemand bei dem alten Leuchtturm in Ondras Geschenk sucht nach deinem Schiff. Weil ich... Okay. Heißt das, sie ist ehrlich oder heißt das, ich bin ehrlich? Weil ich einen ehrlichen Ruf habe?
Ich hätte dich nicht für einen Lügner gehalten, nach allem, was ich über dich höre. Ja, das ist mein Ruf. Okay, cool. Sie mustert dich mit zusammengekniffenen Augen, aber das heißt nicht, dass ich dir glaube. Sie neigt sich vor, ihre Stimme ein leises Zischen. Du erklärst mir lieber ganz schnell, woher du diesen interessanten Gedanken hast. Die letzte Leuchtturmwächterin hat jeden Tag nach deinem Schiff Ausschau gehalten. Es steht alles im Logbuch. Nein, sie lässt sein Goldzahn aufblitzen. Sie hat mich verstoßen. Wir waren ärmer als die Fischer, die dort jetzt leben. Und als sie erfuhr, dass ich mit gestohlenem Geld Essen auf unseren Tisch gebracht hatte, sagte sie, es wäre eine Gnade der Götter, wenn sie mich nie wieder sehen müsste. Anscheinend hat sie ihre Meinung geändert. Waren die beiden zusammen? Interessant. Ihre dunklen Augen sind voller Zorn. Ich wusste nicht, wohin ich gehen sollte. Und es war ein hartes Leben, bis ich zum Kapitän aufstieg. Sie hat den Vormarsch der Edyraner ignoriert und ist geblieben. Ich glaube, sie hat auf dich gewartet. Sie blickt weg. Sie war schon immer so stur. Manchmal vergesse ich, woher ich das habe. Sie kippt ihren restlichen... Oh, vielleicht ist ihre Mutter gewesen. Sie kippt ihren restlichen Wein hinunter. Ich gehe. Vielleicht gibt es uns beiden etwas Frieden. War das deren Mutter? Ist das ihre Mutter gewesen? Vielleicht aber auch ihre Geliebte? Wer weiß? Schauen wir mal. Ich mag das Medium vor allem auch, weil es mal was anderes ist. Ich meine, ein Bade gibt es in jedem popligen RPG. Aber ein Medium habe ich noch nie so gesehen. Und das fand ich ziemlich cool. Ich mochte dieses, die Seele zu zerreißen mit dem Fokus und sowas. Das fand ich irgendwie cool. Abgesehen davon, dass es zum Hauptcharakter passt. Bond's preferred traditional weaponry. Yet you seem uneasy with the bow. Oh, I was a great shot when I had two eyes. I'm much worse now. It's hard for me to judge distances. Well, you have the luxury of being able to catch dinner without the need of a bow. Exactly. Why aren't more women complimenting me on that? Wow. Wie geil. Die Gespräche sind echt lustig manchmal. Man muss einfach nur dafür sorgen, dass das Medium extrem viel Fokus bekommt. Dann ist das super mächtig. Es gibt ziemlich geile Fähigkeiten, wie das mit dem, ich kann jemanden einfach, was ist es hier, einfach binden. Über welche geistige Fähigkeit des Ziels mit seinem eigenen Körper zu kommunizieren, wodurch es gelähmt wird und seine Seele eine Schockwelle ausstößt, die umstehende Feinde bewegungsunfähig machen kann. Also nicht nur mache ich das Ziel bewegungsunfähig, sondern alle in der Umgebung von diesem Ziel auch noch. Oder die Psychoklinge entscheidet sich für die Essenz des Ziels und erzeugt eine Hiebklinge, die es angreift, bevor sie auf bis zu 5 weitere Ziele überspringt. Das Ding kann so viel Damage machen. Das ist so abartig. Ja, ich erkenne alle. Zum Leuchtturm! Aber es holpert dann wieder in der Story? Wieso holpert es dann wieder? Ich finde, die Story macht gerade Sinn, wenn man ein Medium ist, Finn. Also meiner Meinung nach. Ich finde, die macht mit keiner anderen Klasse wirklich Sinn. So, schauen wir mal, was die Troller denn zu sagen hat. Beziehungsweise, was sie sich gegenseitig zu sagen haben. Ich hab dich so vermisst, ich dich auch. Okay, sterben wir zusammen. Yay. Vielleicht möchte sie auch einfach nur Goodbye sagen. Ich meine, verdenken kann man sie nicht, ne? Wenn sie sich so im Schlechten getrennt haben, möchte sie vielleicht einfach nur sagen, es tut mir leid und hab noch ein schönes Leben. Du hast das Richtige getan oder so? I don't know. And what does the flame reveal? Auch ich dachte, ich krieg das jetzt noch mit. Oh, das war jetzt lame. Ich wollte jetzt nur wissen, was da los ist. Gab es nicht auch eine zweite Psy-Klasse? Ich wüsste nicht, welche du meinst. Hier gibt's nur diese. Meine ich. Gab's noch eine Psy-Klasse? Gibt's sonst nur Magier und das Übliche, halt Baden und so ein Quark. Ich hätte sonst, glaube ich, auch einen Magier genommen, aber ich wollte das Medium einfach mal ausprobieren. Denn komischerweise seit einigen Jahren, seit ich Dark Souls spiele, glaube ich, bin ich für Magier. Weil ich mir da gedacht habe, ach komm, probier's mal. Finde ich jetzt schade. Du errätst nie, was passiert ist. Nia zeigt auf den Leuchtturm. Ich habe Ausschau nach dir gehalten und wer kommt da das Dock entlang spaziert? Meerwith!
Du hättest sehen sollen, wie die Leute sie angestarrt haben, aber sie marschierte einfach in den Leuchtturm, ohne ein Wort irgendjemandem zu sagen. Und gerade als ich mir sicher bin, dass sie da drin irgendein schlimmes Schicksal heimgesucht hat, schlendert sie heraus. Immer noch ohne etwas zu sagen. Jetzt höre ich allerlei Gerücht. 1000 Kupfer, nice. Allerlei Gerüchte über Meredith und die letzte Leuchtturmwärterin. Sie schüttelt den Kopf. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Aber alle anderen sind überzeugt, dass der Leuchtturm nicht mehr gefährlich ist. Die Handwerker wollen am liebsten sofort mit der Arbeit anfangen. Trutzbuch mäßig positiv. Also, wir haben geholfen, okay. Ich hätte jetzt gern gesehen, was die besprochen haben, aber es war ja wohl deren Privatsache. In Ordnung. Gegenstand verloren, Evakuierungsanordnung und das Logbuch. Warum hast du mir das abgenommen? Gruppe hält Erfahrung. Und ich krieg nochmal Quest... Nee, das ist die gesamte Questerfahrung, okay. Sie atmet tief ein großes und zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht. Und ich weiß, wem ich das verdanke. Hier ist das... hier, das ist für dich. Komm wieder, wenn die Renovierungen abgeschlossen sind. Ich habe große Pläne für den Turm. In purple. Oh. I'd have to cut it off. I warned you not to pet him. If I'm not supposed to pet him, why is he so soft? Why is he so soft? Das Lied der Weberin abgeschlossen, trauernde Mutter kehrt zurück. Okay. Die bunten Kleider der Weberin Bonisetta aus Spirento sind im ganzen östlichen Abschnitt bekannt. Vor über einem Jahr befand sie sich auf der Reise nach Trutzbucht, als ihr Schiff in einem heftigen Sturm vor der Perlenküste sank. Wie durch ein Wunder überlebten viele der Passagiere. Obwohl Bonisettas Leiche niemals gefunden wurde, nahm man an, dass sie ertrunken war. Vor kurzem erkannte ein valianischer Kaufmann in Trutzbucht Bonisettas einzigartige Arbeit in einer ansonsten völlig unspektakulären Lieferung von Textilien. Er sprach mit anderen und erfuhr, dass mehrere Lieferungen unterschiedlichen Kaufleuten dieselbe unverwechselbare Muster enthielten. Nun glauben viele Händler, dass Bonisetta irgendwo gefangen gehalten wird und versucht, durch ihre Arbeit einen Hilferuf abzusetzen. Aber wie die Botschaft auch lauten mag, bisher konnte niemand sie entziffern oder in Erfahrung bringen, von wo sie kommt. Trauernde Mutter stieß bei Nachforschung über Bonisettas Verbleib auf überraschenden Widerstand. Wer sie auch entführt hatte, er wollte ihren Aufenthaltsort um jeden Preis geheim halten. Auf Geist der Gräfin von Spirento versuchen valianische Kryptografen, die Fragmente von Bonisettas gewebten Botschaften zu entschlüsseln. Ihre Erkenntnisse leiteten sie an Trauernde Mutter weiter. Nach mehreren brutalen Kämpfen gegen gut ausgebildete Söldner, die sie irgendwie alleine geschafft hat, obwohl wir als Gruppe nicht mal drei Typen tot kriegen, erreichte Trauernde Mutter schließlich Bonisettas Gefängnis, ein Webhaus bei Girara. Das valianische Textilunternehmen, das sie entführt hatte, wurde sofort aus der valianischen Republik verbannt, ob klein oder groß. Als Dank für ihre Rettung webte Bonisetta einen verzauberten Umhang, den Trauernde Mutter bei der Reise nach Katnur tragen sollte. Wir kriegen, also sie hat Erfahrung bekommen, wir haben Geld bekommen, zwei geringe Gegenstände bekommen und den Umhang der Bequemlichkeit. Großer Max Ausdauer Bonus Schadensgeschütz. Interesting. Müssen wir uns gleich mal angucken, das Ding. Sieht das hier für euch auch gequetscht aus? Ich finde, dieser Abschnitt des Satzes sieht anders aus als der Rest. Sehr komisch. Okay, cool. Hatten wir nicht noch so eine Quest? Wo ist denn da der Bericht von? Kana kehrt zurück. Hier gab es keinen Bericht. Okay, hier gab es jetzt einen Bericht, bei dem anderen nicht. Nur denn. 8 Tage, 7 Stunden. Wir sollten da unbedingt hin. Bist du hier fertig? 7 Stunden noch, okay. Wir haben 20.000 Kupfer. Das ist ziemlich nice. Gut. Müssen wir uns hier weiter umschauen. Ich finde es interessant. Wir müssen unbedingt mal hier zurückkommen und uns das angucken. Wie es hier dann jetzt aussehen wird. Place gets my blood beating in all the right places. Okay. Man sieht nicht richtig, wer das sagt. Kapitän wird gar nicht glücklich sein, davon zu erfahren. Wovon? Marceno, dieser junge, schlachsige Matrose, wringt seine Kappe ängstlich in seinen Händen und auf seiner gerunzelten Stirn sammelt sich der Schweiß. Zu dich im Nierst werden seine Augen größer und er geht ein paar Schritte nach vorne. Wir haben schon wieder voll überzogen. Hättest du einen Moment Zeit? Du bist nicht von hier, oder? Du siehst nicht so aus, als kämst du von den Docks. Er sieht sich nervös um. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Worum geht's? Wir sind wohltätig. Oh, vielen Dank. Die Leute haben nicht gelogen, als sie dich gutherzig nannten. Finde ich cool, dass sie darauf reagieren. Er fährt sich mit der Hand nervös durch die Haare. Es geht um den Kapitän. Eigentlich nicht um den Kapitän selbst, sondern um seine Truhe, seine Seemannskiste. Darin bewahrt er all seine Wertsachen auf, sicher verstaut. Ich habe sie mit den restlichen Sachen ausgeladen, da wir ein paar Tage im Hafen bleiben und... Es könnte sein, dass ich ein bisschen abgelenkt wurde. Marcelo nickt zu den Gebäuden in der Nähe hin. Ich war gar nicht lange weg, nur eine Stunde im salzigen Mast. Aha, bei den... leichten Mädchen. Als ich zurückkam, war die Seemannskiste weg. Er sieht dich flehend an. Es ist wirklich kaum Zeit verstrichen. Wer auch immer sie gestohlen hat, kann nicht weit gekommen sein. Wir hatten aber Wachwechsel. Und jetzt bin ich dran. Ich kann mich nicht von Bord schleichen, um sie zu suchen. Und wenn der Kapitän davon erfährt, wird er mich erledigen. Wahrscheinlich Kiel holen, ne? Einmal so drunter durch. Er würde mich an der Ra aufknüpfen oder so.
Bitte, wenn du sie für mich zurückholen kannst, dann werde ich dich für deine Mühen gebührend entlohnen. Das schwöre ich bei der Flamme. Du kannst meinen ganzen Lohn haben. Wenn Kapitän Fortan Nero das erführe, könnte ich ihn sowieso nicht mehr ausgeben. Also eine Ahnung, wo die sich hingebracht haben könnten. Seemannskasse ist ziemlich schwer. Außerdem hat auch keiner der von mir Befragten gesehen, dass sie herumgetragen worden wäre. Ich vermute, dass sie die irgendwo in der Nähe versteckt haben. Könnte nicht weit gekommen sein. Warum denkst du, ich bin nicht von hier? Bauchgefühl. Ich könnte deine Hilfe trotzdem wirklich gebrauchen. Das ist ein Matrose. Jetzt ist es wohl offensichtlich. Jawohl, vor einem halben Jahr habe ich angeheuert. Die Bezahlung ist ziemlich ordentlich und der Anblick der Sonnenaufgänge auf hoher See, das würde ich für nichts auf der Welt aufgeben. Ich schon für ein ordentliches Bett und weniger Männer um mich herum. Er seufzt. Ich fürchte, ich wünschte nur, ich hätte mich zuerst über den Kapitän informiert. Aha. Alle Mann an Deck. Wir müssen die Seemannskiste finden. Hier gibt's geilen Scheiß. Geilen Scheiß. Was. It's done. Ein Opal und eine Perle. Komm, die Dietriche sind nicht so viel wert. Wenn man sie nicht einsetzt, bringen sie einem gar nichts. So, ich werde hier aber einen kleinen Cut machen. Beim nächsten Mal suchen wir wahrscheinlich die Seemannskiste. Ist wahrscheinlich irgendwo im salzigen Mast, ne? Ja. Und werden mit dem leichten Mädel reden, dass wir noch darum bringen sollen oder dazu bringen sollen, uns dieses Medaillon zu geben. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht, Leute, bei Pillars of Eternity. Bis dann. Tschüss.